Wenn ihr über den Platz fliegt, seht ihr oben auf dem Bild am Bildschirm das Torsymbol. Unabhängig davon, wo sich eure Krieger momentan befinden, betretet ihr die Festung, indem ihr auf das Torsymbol klickt oder T drückt. You have a quest for a battle mage? Our patrol has gone on a mission to the east and hasn't returned. Find out what happened. We don't normally give such tasks to new recruits, but you look like you can handle it. Have you noticed anything strange recently? The watchman saw a vagabond in the west, but there was nothing suspicious about him. Okay, wir kriegen neue Quests. You can buy new warriors to complete your army troop and upgrade your troops here. When they get enough experience, try completing your army troop with warriors. To do that, you will need to bring the troop into the town. Hier könnt ihr neue Krieger anwerben, um eure Einheiten aufzufüllen, und ihr könnt eure Einheiten aktualisieren, wenn sie genug Erfahrung haben. Versucht eure Einheiten mit Kriegern zu vervollständigen. Dazu müsst ihr sie allerdings in die Stadt. Enter the town window. Select Barracks and press Complete your troop with warriors. Öffnet das Stadtfenster, klickt auf Kaserne und dann auf Einheiten mit Kriegern vervollständigen. Ja. Diese Einheit ist nicht in der Stadt. Also man sieht, auch hier hat sich was getan. Nämlich das Rathaus. Hier können wir Quests annehmen. Und ja, das ist die Badia-Festung. Verbündet, hat Stufe 1 von 1. Wir sehen auch jetzt die Max-Stufe, die sie haben können. Wir haben die Kaserne. Hier können wir Einheiten anwerben. Und wenn sie welche hätten. Und das ist der Laden. Hier könnten wir Artefakte kaufen und verkaufen. Yes. Happy to serve. Was aber auch gerade nicht geht. Go where? Gut, Aufträge. Geht im Osten auf die Suche nach der Patrouille. Eine Patrouille wird vermisst. Wir müssen herausfinden, was geschehen ist. Sprecht mit dem Vagabunden. Auf der Weststraße befindet sich ein seltsamer Mann. Fliegt zu ihm. Happy to serve. Also gehen wir erstmal hier rein. Und ja, jetzt blinkt die Einheit auf. Kill home. Und wir können neue Truppen für sie neue Happy to serve. Leute für sie kaufen. Die können wir nicht aktualisieren, weil sie noch nicht Max-Level haben. Go where? Also man sieht auch, es gibt mehr Level jetzt für die Einzelnen. Also die sind Veteranen, die sind Profis und er ist normal. Well, we don't know. Und erstmal kümmern wir uns um den Grizzlybären hier. Good. That's all. You're a dead man. Go where? Go where? So, in der Bärenhöhle war noch ein normaler Bär. A nice ring. Looks like an unlucky mage has ended up in the bear's belly. Ein schöner Ring. Anscheinend ist ein unglücklicher Magier im Bauch des Bären gelandet. We serve the Empire. To pick up an artifact, walk your troop over it. Let's go. To open the inventory of your army, click on the rucksack icon at the bottom right corner and press I. Hat er gerade Rucksack-Icon gesagt? Er hat gerade Rucksack-Icon gesagt. Also ja, er hat einmal gesagt, geht einfach mit eurer Hand über ein Artefakt, um es aufzuheben und klickt auf das Rucksack-Symbol in der rechten unteren Ecke des Bildschirms oder drückt I. Um ein benötigtes Artefakt zu aktivieren, müsst ihr es auf dem dazugehörigen Platz ziehen. Bewegt den Cursor darüber oder wählt es mit einem Rechtsklick aus, um weitere Informationen dazu zu erhalten. Um ein Artefakt abzulegen oder es einer Einheit zu geben, zieht es einfach aus dem Inventarfenster heraus. Go where? Okay, ich kann jetzt die Artefakte direkt untereinander.
Und ja, man sieht, Nahrung und so wird jetzt gesteckt. Also ich kann da nicht so große Stacks mehr mit We're mir almost there. Well, we don't know. Do you see the peon? Point the cursor to him and left click on it. Ja, das ist auch neu übrigens. Wir können jetzt mit Leuten in der Open World einfach reden, indem wir zu ihnen hinfliegen. Und dann kriegen wir so ein Mundsymbol, wenn sie was zu sagen haben. What a surprise! A mage with warriors! I went to the forest to gather some herbs and came across a wolf. It's standing in my way to the village. Ja. Das heißt, wir kümmern uns da hinten um einen Wolf noch. Kill whom? Well, we don't know. Und ja, ich muss leider sagen. Well, we don't know. Schützen haben im Englischen ziemlich nervige Synchro. Also ja, Aufträge. Tötet den Wolf. Ein Wolf versperrt einem Bauern den Weg. Aha. That's all. You're a dead man. That wasn't hard at all. I'm surprised the fellow got so scared. Es war gar nicht so schwer. Es überrascht mich, dass der Bauer solche Angst hatte. Good. So. Der Bauer verabschiedet sich. Und verlässt da die Map. Good. Ja, Sohn des Ältesten. Aha. Mhm. Uh-huh. Well, we don't know. Uh-huh. We're almost there. Well, we don't know. So, wenn wir jetzt Städte anklicken, dann können wir auch ganz schnell zu der Stadt reisen, die wir schon gefunden haben. We're almost there. Well, we don't know. Und ja, sobald wir das Tutorial hinter uns haben, blende ich auch unseren Battle Mage dann wieder Go aus. Go where? Yes, sir. So, aber erst einmal haben wir Gold und können hier die Nahrung verkaufen. So. Forward. Hä? Aha. Aha. Also es halt aber nicht viel bringen wird, weil in der ersten Mission haben wir eh alles resettet. Well, we don't know. Good. A guild mage. We were ambushed by the enemy scouts. They outnumbered us, so we had to retreat. Ein Gildenmagier, wir wurden vom feindlichen Speeren überfallen. Sie waren in der Überzahl, daher mussten wir uns zurückziehen. Happy to serve. Ja, tötet die Orks. Vervollständige eure Einheiten in der Stadt mit Kriegern und geht dann nach Osten. Let's go. On your command. Die haben nichts Besonderes. On your command. So. Okay. Das hier sind Rekrut-Schwertkämpfer und die sind ziemlich teuer, muss ich sagen. Yes! Yes! Let's go! Und ja, für noch ein Level-Up yes. haben wir zu wenig Erfahrungspunkte. Weil das sind ja auch Schwertkämpfer. Oh, Schützen kosten jetzt auch 2 Bevölkerung. Gut zu wissen. So, der Magier kostet 1.
Your enemy is my enemy. Well, we don't know. So. Well, we don't know. Das heißt, wir gehen jetzt hier ein paar Orks klopfen. Ein paar Berserker. I see orcs ahead! What are they doing so far from their lands? Anyway, it's a chance to demonstrate your battle skills. Destroy the enemies of the Empire. Ja, ein paar. Aim! To learn more about the enemy and see its life bar, move the cursor over it and press Alt. Bewegt den Cursor auf den Feind und drückt Alt, um mehr über ihn zu erfahren. You can get information about their lairs the same way. Auf diese Weise bekommt ihr auch Informationen über Lager. You've passed the test with flying colors. Ihr habt den Test mit fliegenden Fahnen bestanden. So, wenn wir unsere Aufträge gucken, tötet die Orks, ist erfüllt. Wir haben unsere Truppen verloren und Sieg. Das heißt, wir können jetzt in die Goblinlande reisen. Ferenc spent many long years mastering spells and solving existential mysteries at the University of Magic. The young mage passed his final exams with honors and received the highest praise on the head of the guild himself. The council appointed him to protect the northern lands. It was the happiest moment of Ferenc's life. His dreams of adventures and glory were about to come true. Ja, die Prolog Dunkelheit über den Nordbergen, die Goblinländer. Die letzten Jahre an der Akademie mit den vielen Büchern, den endlosen Stunden des Lernens und den schweren Prüfungen sind endlich vorüber. Die Zeit der ultimativen Herausforderung ist gekommen. Wir werden in die Welt ziehen und dem Imperium dienen. Ja, also Ferenc, unser Charakter. I must make my way to the tower. Once there, I'll be able to use the guild teleports. It's been quite a journey. Ja, er reist einfach alleine und zu Fuß. Zum nächsten Turm. Congratulations, Ferenc. You've passed your final exams with honors, but the real trials are still ahead. The guild has appointed you to protect the northern lands. It is a wonderful opportunity to gain battle experience and fame. Make yourself comfortable in the tower. It will be a while before you feel the ground under your feet again. May luck be with you. I'm off to the capital, but you can contact me anytime you need me. From now on, my duty is to serve the guild and the Empire. Ja. Wir haben es uns im Turm bequem gemacht. Und jetzt reisen wir als Astralprojektion. What I really need now is a dozen or two brave warriors. I can hire troops in Grangewick or at the Golden Barrel Inn. Mhm. Also erstmal, ja, es zoomt ein bisschen, wenn ich den Magier ausschalte, aber ich finde, dann ist er uns nicht im Weg. Also ich kann mal in unser Zauberbuch gucken und dort wenigstens mal den Schildzauber reinpacken. So, wir müssen jetzt also beschützen die Nordlande. Nun muss ich mich als würdiger Magier und Wächter der Nordberge beweisen. Wir habt einige Krieger an. Ihr könnt in Gwenwick oder in der Schenke zum Goldenen Fass Krieger anwerben. Ja, beide Städte kenne ich noch nicht und ich kann mich in der Pause auch nicht bewegen. Ich weiß nur, hier ist mein Turm, der ein bisschen abgelegen ist. Direkt neben einer Krypta voller Skelette. Aber ja, wir wollen zu der Taverne da drüben. Weil ich glaube, in Gwenwick gibt's nur Goblins. In der Taverne gibt's Menscheneinheiten und ich würde die erstmal vorziehen. So. Über einer Stadt können wir zum Glück auch Mana regenerieren. So. Schenke zum Goldenen Fass ist auch eine neue Landmark, also eine Schenke. Hier hätten wir auch die Möglichkeit, Sachen zu kaufen und zu verkaufen.
Truppen anzuwerben. Also Magiekundiger, Jäger und Milizen. Wir brauchen erstmal Nahkämpfer, also nehmen wir eine Miliz. Gleich. Und wir haben eine Quest hier. Nehmen wir erstmal die Quest an. My guests are complaining of noise from the street. Orcs are hammering there day and night. It is very annoying. They run me out of business with those hammers of theirs. For heaven's sake, make them leave our lands. Okay, darum kümmern wir uns gleich, sobald wir Milizen haben. Now that you have new warriors, you are stronger. Take good care of these fellows and don't lose sight of them.